Mit einem obligaten Festgottesdienst und mit einer dicken Nebeldecke im Tal starten wir ins Rigi Schwingfest 1973. Der Turnenschwinger Peter Bürgler aus Art greift zusammen mit dem Gast aus dem Bernpiet mit dem Platter Walter. Da sieht man auf der rechten Seite den Kampfrichter vom Rigi-Verband, den Bälder Franz. Und der Peter Bürgler gewinnt die Partie gegen Berner Platter Walter. Und es geht weiter mit Schwingen. Und da gewinnt der Berner den Sam von Weissenflur Peter gegen Bachmann Roman. Als nächstes ganz eine interessante Paarung. Im Weissenhemmli sehen wir den Paul Bachmann aus Bar und er hat zusammengegriffen mit dem Berner Hühne Rüfenacht-Rees. Wunderschön gewinnt der Paul Bachmann mit dem inneren Prinzer gegen Rüfenacht-Rees. Sie haben es bereits erraten, verehrte Gäste, es bleibt weiterhin ganz interessant. Der einheimische Fassbind Toni greift zusammen mit dem Schwingerkönig David Roschi. Der Gang zwischen dem Fassbind Toni und dem Schwingerkönig Roschi David endet unentschieden. Aus Steinstossen ist eine Tradition am Rigi Schwingfest, auch hier davon ein paar Bilder. Wir gehen ihn doch gerade noch einmal auf. Kannst du ein bisschen wegnehmen? Der zweite, der gestossen hat, der Rigi-Verbändler, der Inderwitzi Walter. Und der nächste ist ebenfalls ein Rigi-Verbändler, der Fassbind Kari. Ihn kennt man natürlich besser noch vom Schwingen her. Und gewonnen hat Steinstossen im 1973 der Inderwitzi Walter. Für den nächsten Gang haben zwei Gäste zusammengegriffen, auf der rechten Seite der Berner Zink Robert und er hat es zu tun bekommen mit dem Nordostschweizer Spitzenschwinger Jutzeler Bruno. Jutzeler Zink ist also gestellt worden.